Oder was war so der Punkt, wo du gesagt hast, so sag jetzt mal, du hast für dich dieses System erkannt und deine Maske abgesetzt. So, wo war dieser Moment? Den Mut hatte, das, was ich denke und das, was ich fühle, auszusprechen, habe ich auch noch mehr zu mir selbst gefunden. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. So, wen haben wir hier? Ghosty, dein Mic ist aus, Bro. Was geht, Bruder, alles klar? What's up, man? What's up, man? It didn't, man. Was geht, Bruder, Alter? Jetzt hören wir uns doch mal. Ich sehe dich immer im Chat, Bro. Ah, nicht viel, Bruder. Ein bisschen chillen, Bruder. Draußen unterwegs, eine Lunte rauchen. Auf entspannt, sagst du, ja? Normal, Bruder. Geil, Alter. Wo kommst du her, Bruder? Bruder, ich bin aus Duisburg, ja. Duisburg? Ja, Mann. Wilde Stadt auf jeden Fall. Wie alt bist du? Bruder, ich bin 25. 25. Stark, 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 stark. Cool, dass du dich getraut hast, Bruder. Gut, dass du in den Chat reingekommen bist, in Discord reingekommen bist, Bro. Ah, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich sehe dich immer im Chat, Bruder, ja. Bester Mann auf jeden Fall. Danke für den Support, ne, Bruder? Ah, Bruder, gerne, doch nicht dafür. Geil, Alter. Erzähl mal, Bruder, was hast du auf dem Herzen? Hast du irgendwas auf dem Herzen, Bruder? Bruder, eine Frage habe ich, ne? Guck mal, ne? So, wir wissen alle, so gleichgeschaltetes Mediennarrativ, dies, das und so. Mhm. Bruder, was war so der Punkt, wo du gesagt hast, so sag jetzt mal, du hast für dich dieses System erkannt und deine Maske abgesetzt. So, wo war dieser Moment für dich? Wann war dieser Punkt in deinem Leben vorangeschritten? Das war so eine Entwicklung, Bruder, muss ich ganz ehrlich sagen. Angefangen hat alles bei mir mit 9-11, Bro. Krass, angefangen hat bei mir alles mit 9-11 und mit der Zeitgeist-Dokumentation. Also da war ich aber noch relativ jung. Ich glaube, ich war 11 Jahre oder so, wo 9-11 passiert ist. Und das hat mich auch als Junge sehr krass mitgenommen, weil wir halt auch halb Amerikaner sind und da irgendwie auch ein bisschen persönlich mit involviert waren. Ich kann mich noch erinnern, dass ich, glaube ich, sogar Tränen in den Augen hatte, als ich die Bilder im Fernsehen gesehen habe. So. Und ja, dann habe ich mir... Ich war 5, 6 Jahre alt, wo das passiert ist. Ja, dann habe ich irgendwie auch 5, 6 Jahre später habe ich mir dann eine Dokumentation reingezogen, die hieß Zeitgeist, wo halt ein paar Dinge angesprochen wurden. Und da habe ich zum ersten Mal so kritisch drüber nachgedacht, so krass, Alter, vielleicht das, was die in den Medien erzählen, ist vielleicht gar nicht die Wahrheit. Muss aber dann sagen, dass ich kurze Zeit später bei N24 oder so oder NTV habe ich mir eine Doku reingezogen, die den Zeitgeist widerlegt hat, also diese ganzen Sachen wieder widerlegt hat, so. Und dann war ich wieder relativ neutral eingestellt eigentlich. Und dann ging es eigentlich weiter, Bros, dass ich so richtig am eigenen Leib gespürt habe, dass wir verarscht werden, war Corona, Bruder. Ach, krass. Also als ich mich da ins Treppenhaus hingesetzt habe und da habe ich auch sehr, sehr viel auf mein Gefühl gehört einfach. Ich habe gespürt, dass hier gerade was passiert, was die ganze Welt und unser Land in eine andere Richtung treiben wird und dass es nicht mal richtig berechtigt ist so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze mich hin und muss jetzt einfach das, was ich fühle, einfach rauslassen. Und ich sag dir ehrlich, das war auch so, das kam vom Universum, Bro. Wirklich, das kam vom Universum so. Ich habe das einfach gemacht, wie ich es gefühlt habe und muss sagen, egal was ich dadurch erlitten habe oder verloren habe oder wie viel Pain ich dadurch bekommen habe, so, glaube ich heute, dass das einfach richtig so war. Weißt du, weil durch diesen Zeitpunkt und durch das Tun, durch das, was, also dass ich den Mut hatte, das, was ich denke und das, was ich fühle, auszusprechen, habe ich auch noch mehr zu mir selbst gefunden. Also es war auch ein Riesenteil von der Reise zu mir selbst, weißt du? Ich verstehe, Bruder. Ja. War bei mir auch ungefähr genau das Gleiche. Bei mir war das damals der ISIS, Bruder, so 2012, 2013, als das so Mediennarrativ angefangen hat, so. Da kam so unser Englischlehrer damals, der war auch Brite, Bruder, der kam so mit seinem englischen Akzent so, well, we have a threat. So, wir haben eine neue Bedrohung, so, wir müssen jetzt hier darauf gucken, das ist das, wovor wir jetzt Angst haben müssen. Und ich habe mir gedacht so, nein, Mann, fick dich, Alter, ich werde jetzt bestimmt nicht zulassen, dass ich davor Angst habe, so, das ist doch voll komisch, warum wieder in so einem Gebiet, warum ist wieder da jetzt die Amerikaner mit Vorherrschaft und alles so, die haben doch voll die Militärmacht, die könnten das doch ausschalten und so, da habe ich angefangen. Aha. Und dann war bei mir auch so 2015, wo ich mich mehr mit, wie du jetzt gesagt hast, mit 9-11 auseinandergesetzt habe. So. Deswegen habe ich auch die Tage diese, wie heißt das, dritte Wahrheitsdoku reingeballert. So für jeden Informativbruder, der dafür Wahrheit sucht, Bruder, ich finde das richtig informativ. Mhm. Auch mal eine abstrakte Form, einfach mal, um sich das reinzuziehen, weißt du? Was ich damals auch schon extrem traurig fand, weil ich auch mit vielen muslimischen Brüdern und Schwestern so groß geworden bin, ja, dass seit diesem 9-11-Thema, also seit dem 11. September,
das ganze, also die ganze Religion eigentlich so ein negatives Licht in der westlichen Welt bekommen hat, so, weißt du. Und ich habe das halt auch wirklich gespürt, so. In der Schule, in Amerika war es noch extremer. Wir waren dann auch in den Staaten und so. Und da also sind Moslems teilweise auf den Straßen beleidigt wurden von Amis und so. Weißt du, was ich meine? So, weil das halt in den Medien immer mit der Religion gekoppelt wurde, von wegen Terroranschläge und Islam. Das wurde immer in einem Satz die ganze Zeit rausgeballert, so, weißt du? Und seitdem, das ist auch fast nicht mehr, also das ist, sowas kannst du auch fast nicht mehr wieder zurückholen. Weißt du, was ich meine? Seitdem wird der Islam von vielen westlichen Leuten Menschen eingebrannt. Das brutal, ist richtig krass, Bruder. Brutal. Und das ist so traurig, Bruder. Weil ich habe mich auch selber dann mit dem Islam auch selber auseinandergesetzt und beschäftigt und so. Und da sind so viele schöne Sachen und so viele Dinge, die man eigentlich lernen kann, so. Auch voneinander, so. Moralisch sehr viel, Bruder, was ich mir von den Brüdern angenommen habe, Bruder. Ehrlich. Ja. Bei mir war es genauso. Genau diese Prägung auch. Ja, das ist schon krass auf jeden Fall. Finde ich sehr traurig so, dass wir uns halt echt immer so spalten lassen von irgendwelchen Ereignissen oder von dem, was die Medien erzählen. Und das ist, glaube ich, auch so der Hauptgrund von diesen ganzen Erzählungen, dass wir halt gegeneinander kämpfen und dass wir uns gegeneinander aufhetzen und so Scheiße. Ja, dass wir die Familie destabilisieren und sowas, Bruder. So. Du siehst ja richtig, Alter. Mittlerweile, die Familienwerte sind richtig auseinander, Bruder. Mittlerweile hat der Staat mehr zu kacken, Bruder, in der Familiengeschichte als wie je zuvor. So die, wenn der Lehrer irgendwas sagt, so, du kannst deinen Eltern irgendwas sagen mit Jugendamt oder so, die kommen direkt dahin und die zerstören die ganze Familie, Bruder. Du weißt, Jugendamt nimmt die Hops. Ja, Bruder. Und einfach nur wegen so ein paar Worte, Bruder, denen die dem beibringen. Das ist richtig traurig, Bruder. Ist traurig, Bro. Also die Welt geht echt dabei. Aber Bro, wir bleiben positiv, weißt du, wie ich meine? Ich bin auf jeden Fall jemand, ich bleibe positiv. Ich versuche halt, weil ich glaube, der einzige Kampf dagegen ist nicht Hass oder noch mehr Hass zu entwickeln oder selbst mehr Hass im Herzen zu haben, sondern Liebe. Liebe, Bruder. Das Gute zu sehen. Menschen auf den guten Weg zu bringen, auch wenn die andere Meinung sind. So, Bruder. Und das ist der härteste Kampf auch. Das ist der härteste Kampf. Mit Liebe gegen Hass zu kämpfen, ist der härteste Kampf, so. Aber es ist der am Ende des Tages wirklich was bringt auch. Weißt du? Denke ich. Ja, mein Bruder, da hast du recht. Ich stimme dir absolut zu. Was wolltest du noch fragen, Bruder Hetz? Mein Bruder, ich habe sonst keine weiteren Fragen an dich. Sonst geht's dir gut, mein Bruder. Alles gut, Bruder Hetz. Ich küsse dein Herz, Bro. Alles sehr stark. Viel am Hustlen gerade halt. 24/7 am Videos schneiden, streamen und so ein Shit. Aber macht Spaß auf jeden Fall. Du wolltest doch noch irgendwas fragen eben, hast du gemeint. Das war doch schon eigentlich meine Frage gerade, die ich an dich hatte, Bruder. Diese Systemgeschichte. Ja, und den Rest würde ich auch für die anderen Leute lassen, Bruder. Einfach so, vielleicht hat noch irgendein anderer Dude so die gleiche Frage am Start. So, ich möchte ihm auch jetzt hier nicht die Frage klauen, weißt du so. Alles cool, Digga. Wenn du noch eine Frage hast, ich würde noch eine Frage. Es ist nur noch einer da, Bruder, du weißt doch, hast doch jetzt gesehen die letzten Tage, die Leute trauen sich nicht richtig, hier reinzukommen und mit mir zu reden, so. Also wenn du noch eine Frage hast, let's go, Bro. Bruder, nur eine leichte Frage, so wie Bezug so zu Drogenkonsum, wie lange würdest du sagen, hast du damit aufgehört oder würdest du sagen, du hast damit aufgehört? Ich bin generell einer so, will ich jetzt eigentlich nicht drüber reden, sag ich dir ehrlich, Bro. Okay, Bruder. Weil ich will auch niemanden so, jeder, guck mal, ich bin generell ein Typ, der sagt so, die Dosis macht das Gift, weißt du? Süchtig zu sein, von irgendwas abhängig zu sein. Aber du hast halt so diese Verantwortungsfunktion, Bruder, das ist bei dir ein bisschen anders. Ja, deswegen will ich auch nicht zu viele Drogenerfahrungen und so irgendwie mit der Öffentlichkeit teilen, so, weißt du? Aber trotzdem, am Ende des Tages, was meine Message zu dem Thema ist, so, die Dosis macht das Gift, sei von nichts abhängig, weißt du? Wenn du das Gefühl hast, dass du ohne eine gewisse Substanz nicht mehr richtig das machen kannst, dies machen kannst, nicht mehr dahin reisen kannst oder dein Leben richtig frei leben kannst, dann nimm Abstand, Bruder, weißt du, was ich meine? So, weil du solltest als Mensch frei sein und Abhängigkeiten schränken dich ein und ich stehe für Freiheit am Ende des Tages so, weißt du? Richtig, Bruder. Das ist so die Kernmessage, Bruder. Küss dein Herz, Bro. Okay, Bruder Herz, dann danke ich dir für die Fragen auf jeden Fall. Danke für den Support auch. Cool, dass du immer im Chat dabei bist. Ich hoffe, du bist in Zukunft auch weiterhin dabei, Bruder. Bruder, gerne, Bruder. Halt in, man. Geil, Digga. Ghostwriter it out, man. mach's gut, Bruder. Ciao, ciao. Yes, sir. So, Freunde. Gute Talks auf jeden Fall. Gute Talks, Mann. Ein bisschen
fusselig geredet schon an der Stelle, aber wir haben noch ein, zwei Leute, glaube ich, die Bock haben. Ich knall den Discord nochmal rein hier auf süß.